Das war gut. Okay, jetzt passiert irgendwas anderes. Die Map verändert sich bestimmt. Okay, bewegen kann ich mich schon mal nicht, das ist ganz gut. Jetzt aber nicht von vorne, ne? Doch, es ist wohl von vorne. Ja, das kann ja doch vielleicht ein bisschen schwieriger werden als gedacht. Ja, Hauptsache nicht ins Wasser fallen, das sollte ja noch irgendwie möglich sein. Oh, das ging jetzt mal super. Ah, super. Ich glaube, ich bleib hier einfach stehen. Was tust du? Du machst was, was? Das hat auf jeden Fall was anderes gemacht. Das mag ich nicht. Ah! Okay. Dreimal. Wir haben das Wasserschwein. Flap, was ist das? Wasserskostüm erhalten. Also Wasserschwein, schätze ich mal. Du hast es geschafft, Tombi. Okay. Wow, Tombi, es ist ein böses Wasserschweinkostüm. Wenn du dieses Kostüm trägst, kannst du selbst etwas Schweinemagie anwenden. Zieh das Kostüm im Gegenstände-Menü an. Drücke unten und Kreis. Dann kannst du zaubern. Verwende sie aber mit Bedacht. Die Magie lässt mit jeder Anwendung gegen deine Feinde etwas nach. Und was ist das hier? Das böse Wasserschwein-Kostüm. Es hat einen Damenschnitt. Aber es passt dir auch. Wasserzauber spielen alles weg. Also war es doch ein Weib. Aber es hat eine Männerstimme gehabt. Aber gut, dann hätten wir... Das wusste ich, dass sich danach was verändert. Daher weiß ich nämlich auch, dass wir im Donglingwald an den Turm erst rankommen, wenn wir da was gemacht haben. So, okay. Dann hätten wir das Wasserschwein. Ich glaube, das habt ihr gehört, dass ich das durchgestrichen habe. So, wir brauchen jetzt muss ich gerade mal gucken, wir wollen ja natürlich also ich glaube, ach Moment, jetzt wollte ich erstmal gucken, ob wir überhaupt alle Zauber haben, also die Zaubersprüche, weil ich meine Weisheitszauber. Genau, da fehlt uns nämlich noch eine Hälfte. Dann können wir den im Donglingwald eh noch nicht machen. Wo kriege ich den denn her? Da könnt ihr mir bestimmt mal sagen, wo ich noch dir den halben Weisheit... Obwohl, Moment. Wir fliegen gerade mal in den Wassertempel. Da haben wir noch eine Dings offen. Und ich schätze mal, dass wir von der guten Nixe, dass wir da die andere Hälfte des Zaubers kriegen. Ach, guck mal. Und die Musik hat sich geändert.
Voll funky. So, ich wollte hier meine Klamotte anziehen. Das sieht mega gruselig aus, das Bild. Da. Natürlich sind die Steine noch da oben, ne? Wo war die denn? Hier vorne irgendwo, ne? Hier. Ne, hier war das andere. Wo war die denn? Nein! Nein, 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 nein. Die war vorne oben. Mein Gott. Hui. Hui. Wie komme ich denn da hin? So. Es ist gerade ein bisschen schlimm. So langsam. So. Hier oben müsste sie sein. Glaube ich. Ach, guck mal, ist sogar schon offen. So. Ah, toll ist es hier draußen. Du bist der überall die Wasserpflanzen zerstört. Du hast auch die Wasserpflanze zerstört, die mich festhielt. Nein, habe ich nicht. So, bitte habt noch den halben Zauberspruch. Dafür bekommst du mein kostbarstes Eigentum. Was ist das denn? Nixeneimer. Ich will aber einen Zauberspruch. Es ist ein Nixeneimer. Und man kann damit so oft man will heißes oder kaltes Wasser tragen. Jetzt brauchst du den Hahn nicht mehr, um heißes oder kaltes Wasser zu holen. Viel Spaß damit. Ja. Bin ich jetzt nicht so begeistert von. Oh Mann. Das ist doch ein. Hast du noch irgendwas für uns? Goldene Turm, wie die anderen Schlösser betreten, unter den Abenteuerkisten, die überall verteilt sind, ist eine Platte, die seine Lage verrät. Aber man muss eine hohe Stufe erreichen, um diese Kiste öffnen zu können. Ja gut. Dann würde ich sagen. Obwohl, ich gucke einfach mal. Vielleicht mit der Kujawa Range. Vielleicht können wir den Turm ja jetzt schon machen, ohne das Schweinetor vorher zu machen. Das kann natürlich sein. Moment. Ich muss überlegen. Na komm, mach mal die Anlage. Wir müssen uns auf jeden Fall wieder umziehen. Eichhörnchen. Da. Ach, Moment. Wir können ein bisschen abkürzen. Obwohl, ob das jetzt abkürzen ist, ist mal dahingestellt. Andere Richtung. Andere Richtung. Ich drück die Taste so schwer.
War das im ersten Teil auch so schwergängig? Das ist das andere Schweinetor, das ist das grüne. Da gucken wir gleich mal direkt. Was das für eins ist, wenn wir den Turm ver... Obwohl, ich kann ja hier vorne schon mal gucken. Moment. Ah. Das ist das Erdschwein. Und ich schätze mal, das Erdschwein wird den Donglingwald vernünftig machen. Dann komm, machen wir das auch noch gerade, weil das wollten wir eh. So, wir brauchen... Was ist das hier? Stärke. Den müssten wir eigentlich vollständig haben. Da. Das finde ich voll cool, dass der erste Zauber das so erscheinen lässt und dann der zweite Zauber das dann so öffnet. Das finde ich irgendwie cool. So. Und hier ist jetzt wohl irgendwo so eine mega nice Waffe versteckt. Es ist möglich, ja, dass ich jetzt gerade im... Oh. Oh. Oh, ich dachte, das wäre Boden. Also, tot. Es ist möglich, dass ich im Kreis laufe, ja. Aber wir sind hier zumindest mal an einem Dead End angekommen. Dead End, Dead End, Dead End, Dead End, Dead End. Und ich werde jetzt hier rumirren. Ohne Sinn und Verstand. Bis ich das gefunden habe. Also im Kreis sind wir noch nicht gelaufen, weil sonst wäre ich wieder an der Tür. Das ist die Musik von dem... Das ist die Musik von dem Dingsbums, wo wir die Kujaras waschen mussten. Das ist ja lustig. Aber total verspackt. Oh. So, das wäre das jetzt mit dem im Kreis laufen. Scheiße. Ach man, ich habe doch keine Ahnung, wo ich hier lang laufe. Gottverdammte. Hier ist wieder... Nee, ist nicht. Doch, hier ist Dead End. Hier ist auch Dead End. Hier waren wir aber noch nicht, oder? Ich weiß es doch nicht. Oh, da sind wir schon. Aha, da ist es, glaube ich.